Ciao Tutti und herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal wieder ein ultra leckeres Pasta-Gericht und zwar eine Eigenkreation von mir aus dem Hause Bias Cucina Italiana. Und zwar gibt es heute Pasta con prosciutto crudo, Ricotta e Gnocchi. Hört sich nicht nur geil an, sondern ich kann euch garantieren, es schmeckt auch geil. Wir kommen zu meinen Zutaten. Ich nehme gerne hier Penne Lisci, sind ja so glatte Penne für diese Pasta. Wir brauchen Ricotta, ein wenig Prosciutto Crudo, etwas Parmesan oder Grana Padano, glatte Petersilie, etwas Walnüsse, eine Zehe Knoblauch, eine halbe Zwiebel, Salz, Pfeffer. Salz braucht man wirklich nur für das Pastawasser und ein wunderbares Olivenöl. Dieses hier, wie immer, von der Familie Marotta. Wer ein geiles Olivenöl braucht, ich packe euch den Link mal in die Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber in meine Küche und ich zeige euch, wie es geht. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. Nun starten wir mit der Zubereitung. Als erstes schneiden wir uns mal eine Zwiebel. Hier ein ganz, ganz feine Würfel. Zwar machen wir das wie immer. Erst so, dann zweimal schräg. Und dann machen wir die hier schön fein runter. Dann kümmern wir uns um die Zehe Knoblauch, die halbieren wir hier einfach mal so und hauen da so drauf, pressen die so. Das ist ein Trick von einem anderen YouTube-Kochkollegen, der Bernd Zehner macht das immer. Geile Sache, nur der hat ein besseres Beil. Und dann hacken wir den hier so schön fein runter. So, das war es jetzt auch schon mit dem Knoblauch. Jetzt Paketchen formen, die Petersilie nehmen und wirklich ganz fino, fino, ganz, ganz fein hier runterschneiden, hacken, wie auch immer. So, jetzt nehmen wir noch unsere schönen Walnüsse und werden die hier ja relativ fein runterhacken. Das könnt ihr aber auch gröber machen. Ich habe jetzt hier ein Messer, nehme jetzt keine Küchenmaschine oder Mixer, dafür könnt ihr auch machen. Macht er das, wie ihr das am besten findet. Nun kommen wir zu unserem Prosciutto Crudo. Den schneide ich hier jetzt so. Ja, Scheibe von so 3 mm runter, das denke ich passt. Wir brauchen da ungefähr so ja, 60 Gramm und dann werden wir den hier einmal halbieren. Schauen, dass wir hier die Schwarte, die kann man nicht mitessen, die hauen wir weg. Fett darf natürlich dranbleiben, weil den lassen wir dann quasi wie eine Art Guanciale aus. Und dann schneiden wir den hier in so, ja, 3-4 mm Streifen, also wirklich den, ja, der soll schon Biss haben in meinem Rezept. Klar, wer will, kann den auch mit einer Aufschneidemaschine ganz, ganz fein schneiden, das geht natürlich auch. Ich mache es jetzt so, weil ich auch keine Aufschneidemaschine habe und weil ich das Gericht eben so entwickelt habe, aber macht ihr das hier auch wieder je nach eurem Gusto. Zuletzt werden wir uns jetzt noch, ja, circa 25 Gramm habe ich jetzt mal rezeptiert. Ich mache das ja eigentlich immer nach Gefühl, aber muss das natürlich für euch, gerade auch für Kochanfänger, immer rezeptieren. 25 Gramm circa, wenn es mehr oder weniger ein bisschen ist, auch kein Thema. Nimm hier so die mittlere Reibe und so schaut das dann circa aus. Endlich ist unsere Schnippelarbeit zu Ende. Wir geben einen kleinen Schuss unseres wunderbaren Olivenöles dazu und geben hier gleich unseren Prosciutto Crudo in die Pfanne und werden diesen jetzt hier schön auslassen. Jetzt, wenn unser Prosciutto Crudo so leicht beim Auslassen ist, werden wir auch unsere Pasta dazugeben. So, jetzt da, 4 Minuten bevor unsere Pasta fertig ist, kommt unsere halbe Zwiebel und der Knoblauch dazu. Und den werden wir jetzt hier auch, ja, auf wirklich, ja, wenig Hitze noch ein wenig mit anrösten. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt der spannendste Teil und zwar werden wir hier unsere
Crema, zur Ricotta-Creme zubereiten. Hier nehmen wir ein bisschen Kochwasser und rühren das hier cremig. Es gibt schon ein Video von mir, ich schau mal, ob ich es verlinken kann. Pasta con Crema di Ricotta e Piselli. Hier rühren wir das schön cremig und jetzt geben wir nach und nach unseren Parmesan oder Grana dazu. Und diese Mischung ist halt ja was extrem Geiles. Also eine Ricotta-Parmesan-Creme quasi. Und jetzt da machen wir es in zwei Schritten und schauen wir dann, ob wir noch Kochwasser brauchen. Macht ihr die Creme erstmal ein bisschen dicker, ausgleichen können wir später immer noch mit Pastawasser. Entschuldigung heute für meine etwas raue Stimme. Und werden hier noch Pepe mit reingeben. Salz bitte nicht. Der Parmesan oder der Grana salzig und unser Prosciutto Crudo auch. So, jetzt da noch schön einrühren den Pfeffer und dann war's das. Schaut mal her, eine wirklich tolle Creme. Unsere Pasta ist jetzt al dente. Holen wir wie immer eine Minute früher raus und geben die jetzt in unsere Pfanne rein. So, jetzt haben wir auch alles da drinnen und jetzt da werden wir unsere Creme gleich dazu geben. Das heißt, ich schaue, dass ihr da, ja, so, da seht ihr mehr, jetzt da geben wir unsere Creme hier drauf und das macht das Gericht dann zu einem, ja, sehr, sehr besonders cremigen, geil schmeckenden Teil dann am Ende. Jetzt da das erste Mal schön durchrühren und schauen, wie sich die Konsistenz verhält. Ich würde jetzt gleich hier noch ein bisschen Pastawasser nehmen, rühren das ein. Zudem werden wir hier jetzt einen Teil unserer Walnüsse dazugeben und einen Teil unserer Petersilie. So, jetzt schaut euch mal diese mal wieder cremige, lecker schmeckende und gut aussehende Pasta an. Jetzt da werden wir natürlich wie immer schwenken und jetzt da wird es eben noch cremiger. Ich würde sagen, ich richte jetzt meine Pasta an und dann treffen wir uns in meinem Wohnzimmer zum Probieren. Bis gleich. Unsere Pasta ist fertig gekocht. Ja, ich finde, relativ schön angerichtet. Nichts Besonderes, Petersilie noch ein bisschen drüber. Und die Nüsse, ich würde sagen, wir probieren und schauen, was der Teller hier so kann. Die soll immer runter essen, sagte man mir. Vom Geschmacksbild her, ja, toll cremig, schmeckt natürlich. Der Ricotta kommt gut raus, auch der Prosciutto Crudo. Darum eben kein Salz verwenden. Der ist schon sehr, sehr salzig. Ja, mit den Nüssen, der frischen Petersilie. Es ist wirklich ein rundum gelungenes Gericht. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das Gericht nachkocht und mir dann vielleicht mal einen Kommentar unter meinem Video schreibt. Noch dazu wäre es cool, wenn der ein oder andere mein Video liked und natürlich abonnieren. Ich weiß immer noch nicht, warum manche meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Wer auf die italienische Küche steht, abonniert gerne ganz kostenlos meinen Kanal. Ich würde sagen, wir treffen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche. Euer Bayer. Ciao.